und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und erstmal vielen, vielen Dank an alle neuen Abonnenten und ein herzliches Hallo und Willkommen. Ich meine, oh mein Gott, 1033 Abonnenten, 1033 Menschen, die hin und wieder meine Videos gucken, wenn sie denn online kommen. Ich meine, oh mein Gott, was ist das für eine Riesenzahl bitte? Hätte ich nie mit dem Leben gerechnet, als ich mit YouTube angefangen habe, dass ich irgendwann mal 1000 Abonnenten erreiche, auch wenn es ewig gedauert hat. Ich meine, ich mache jetzt seit ein paar Jahren YouTube. Nicht regelmäßig, hätte wahrscheinlich auch schneller gehen können, hätte ich regelmäßiger Videos hochgeladen. Aber das ist ja auch gar nicht mein Ziel. Ich will es ja machen, wenn es mir Spaß macht und wenn ich Zeit habe und wenn ich Lust drauf habe. Und wenn die Abonnentenzahl trotzdem steigt und nicht sinkt, weil ich nicht regelmäßig Videos hochlade, dann freut mich das umso mehr. Ich mache mir da auch gar nicht weiter den Stress und sage jetzt, oh mein Gott, ich muss jetzt hier einmal die Woche ein Video hochladen. Ich mache das, wie ich Zeit und Lust habe. Wahrscheinlich werden die nächste Zeit immer mehr Videos kommen, denn wir ziehen um. Wir wohnen ja jetzt im Moment noch in einer Wohnung. Relativ groß, fast 100 Quadratmeter. Aber wir ziehen demnächst in ein Haus mit Garten, 117 Quadratmeter etwa, aber plus Keller, der auch bewohnbar ist, der aber nicht zum Wohnraum zählt. Ja, und ich denke, da werden ein paar mehr Videos online kommen. Vielleicht drehe ich da mal einen Vlog oder ja, Einrichtungstapeten, Holz, wie auch immer. Zum 1.7. ziehen wir um. Jetzt haben wir Ende April. Ich weiß noch nicht, wann genau es losgeht mit Renovieren und so, aber mal sehen, vielleicht kommen da ein paar mehr Videos. Ja. Aber jetzt war ich erstmal beim Rossmann, habe ein paar Dinge gekauft, die wir brauchten und ein paar Dinge, die wir nicht so sehr brauchten. Vor allem, wenn man alleine beim Rossmann ist und Zeit hat zu gucken, dann denkt man, oh, das kannst du mal mitnehmen und ausprobieren. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt im Video. Das ist meine Tüte und ich nehme einfach raus und sage die Preise dazu. Als allererstes haben wir gekauft Taschentücher, also 30×10 Packungen. Die waren leer und mein Mann und Max sind so ein bisschen erkältet. Und ja, Gott sei Dank nur erkältet. Die Schnelltests waren auch negativ. Auch nicht nur einer. Also bei Max nicht, aber bei meinem Mann, der hatte mehrere negative Schnelltests. Und Gott sei Dank sind noch keine weiteren Symptome dazugekommen. Ja, und Claras Schnelltests in der Schule sind auch immer negativ. Und ja, da bin ich beruhigt. Jedenfalls Taschentücher für die Handtasche. Und ja. Und die Packung hat gekostet 1,75 €. Ja, und weil ich die Taschentücher nicht gerne überall rumliegen habe, also die Packungen, habe ich noch so eine Box gekauft, so eine Kosmetiktücherbox, die kam 59 Cent und die steht bei uns auf dem Wohnzimmer da, wo man sie nicht so doll sieht, aber ja, dann fliegen nicht überall diese kleinen Taschentücherpackungen rum. Dann brauchte ich noch neue Tagescreme, beziehungsweise so Pflegecremes. Ich habe zwei Packungen gekauft, einmal Tag, einmal Nacht. Ich weiß immer nicht, was ich nehmen soll und nehme immer irgendwas Verschiedenes, weil ich noch nie das Perfekte für mich gefunden habe. Ja, aber ich war vor ein paar Tagen bei Rossmann, die Tüte steht schon die ganze Zeit im Wohnzimmer und die Creme habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert. Also ich vertrage sie und sie scheint ganz gut zu sein. Ich habe mich diesmal entschieden für Diadermin. Die sind beide von Diadermin. Das ist einmal hier die Lift Plus Hydra Lifting Anti-Age Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30, Pro-Kollagen und Hyaluron, baut das hauteigene Kollagennetz wieder auf, Schutz vor UVA und UVB-Strahlung und Umweltbelastung. So, das ist einmal diese hier, die kam 6,95 € beide, also Tag und Nacht. Und dann habe ich noch einmal die passende Nachtcreme. Das ist die Lift Plus Nutri Lifting Anti-Age Nachtcreme, Pro-Kollagen und Hyaluron, baut das hauteigene Kollagennetz wieder auf, tiefenwirksame Pflege und Regeneration. Ja, ja, wie gesagt, ich habe beide schon, ich war vorgestern oder so einkaufen und habe beide dann halt schon benutzt. Und ja, bis jetzt sind sie ganz gut, fühlen sich angenehm an, ziehen gut ein, fetten nicht so ewig. Und ja, ich bin gespannt, ob ich vielleicht diesmal bei dieser Creme bleibe. Die kommen beide in so einem Glas-Tiegelchen, also sind auch ganz hübsch hinzustellen. Und man sieht auf den ersten Blick Tag, Nacht, das ist eigentlich auch ganz praktisch und ja. Dann habe ich Trockenshampoo mitgenommen, das benutzen wir hin und wieder und da alle aus meiner Familie, bis auf Max, der ist ja blond, aber der benutzt es ja auch noch nicht, aber mein Mann und Clara, die haben dunkle Haare und bei mir hilft es auch ganz gut. Das ist von Isana, das Trockenshampoo. Seht ihr wahrscheinlich alle, es kam 1,79 €. Dann habe ich mir schwarze Masken mitgenommen, schwarze OP-Masken, 10 Stück. Ich habe auch schon eine rausgenommen. Ja, ich dachte, es war was anderes als immer nur die blauen und da man im Moment eh nur die hier benutzen darf, habe ich die mal mitgenommen. Und was kamen die denn? Ich glaube 3,99 € kamen die, 10 Stück. Ich denke, das ist okay für eine Packung schwarze Masken.
Ich habe nämlich gesehen, beim Woolworths gab es so pinke und lila, ne, da kamen 4 Stück 4 Euro. Also ich denke, 10 Stück für 4 Euro kann man da dann nichts sagen, oder? Und dann habe ich mitgenommen Anti-Pickel-Patches. Und wieder, wenn ich meine Periode bekomme, auch mal hier und da so ein Pickel. Und dann klebe ich das über Nacht da drauf und dann ist der eigentlich relativ schnell auch wieder weg. Die sind von Isana. Das sind so kleine durchsichtige Klebepatches, die man dann auf den Pickel draufklebt und die trocknen den Pickel dann halt aus und ja, hilft halt, damit der schneller wieder weg ist, wie gesagt. Da sind 36 Stück drin, 1,99 Euro. Also da komme ich ewig mit hin, so oft kriege ich keine Pickel und ja, die liegen bei mir dann auch in meinem Badeschrank und meine Packung war leer und deswegen habe ich eine neue mitgenommen. Müllbeutel haben wir mitgenommen, die sind auch schon offen, das sind so große 120 Liter Müllbeutel, weil wir angefangen haben auszusortieren wegen dem Umzug und die kamen 1,29 Euro. Und für Ostern oder zur Nacht zur Geburtstag, ich weiß es noch nicht genau, sind so Fenstermarker von der Firma Muppet, kannte ich vorher nicht, die scheinen wie Filzstifte zu sein. Die lagen da rum beim, ja, bei den Schulsachen und ich habe gedacht, ja, und ich dachte, das ist vielleicht ganz schön, dann können die vielleicht ein bisschen frühlingshaftes Fenster bemalen und die kamen 3,49 Euro, das sind 6 Stück und da ist so ein Tuch mit drin, wo man das hoffentlich auch wirklich da streifenfrei abwischen kann. Ich werde das die Tage einfach mal testen, werde so einen Stift rausnehmen, eine kleine Ecke und werde das da mal testen. Und ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die kennt, ob ihr die schon ausprobiert habt und ob die wirklich streifenfrei fair abgehen. Würde mich mal interessieren, weil wir hatten sonst die Woody 3 in 1 und die sind ja eher wie Buntstifte und ich dachte, wie Filzstifte ist mal was anderes, vielleicht ein bisschen intensiver von der Farbe. Auch für die Kinder, für die Osterkörbchen, zweimal das gleiche, das sind so Badsterne von Isana, grün, blau und pink und die sprudeln und färben das Wasser. Dreier, also 3 Sterne in einer Packung und die kamen 1,99 Euro eine Packung, die kommen auch in die Osterkörbchen rein. Abends beim Abschminken habe ich immer ganz gerne so die Lippenpflege und habe diesmal einen mitgenommen von Blistex, Hanf und Chia. Besonders pflegend durch Omega-Fettsäuren und Hanfsamenöl, beruhigt und entspannt die Lippen, dermatologisch getestet. So, das ist dieser hier und der kam 1,95 Euro. Frühlingshaften Nagellack gab es auch. Da gab es einmal den hier von Riva Loves Me. Das ist auch der, den ich aktuell drauf habe. Das ist so ein ganz leichter Mint, Pastell-Mint-Ton. Ich guck mal eben, ob die Farbe einen Namen hat. Das ist die Farbe 027 Tint of Mint, wie gesagt von Riva Loves Me. Die kam 1,39 Euro. Dann von Rival de Loop ein Pastell Blau-Grau Ultra Gel. Die Farbe hat den Namen. Steht kein Name drauf. Ist immer, wie gesagt, so ein Pastell Blau-Grau von Rival de Loop. Der kam 1,49 Euro. Und ein Glitter-Effekt-Nagellack von Riva Loves Me. Den habe ich hier im Ringfinger. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich hatte letztens matt-schwarzen Nagellack drauf und wollte so ja, blau-weiß zarten Glitter drauf haben und habe einen genommen von Essie und der war auf diesem schwarzen Nagellack einfach nur Gold, was mich absolut gestört hat. Also so sieht er eigentlich ganz gut aus, aber er kam dann am Ende nur Gold rüber. Und das wollte ich nicht. Ja, und habe einfach einen neuen mitgenommen. Der ist ganz dezent. Ganz dezent. Und schimmert nur so silberblau. Und der kam 1,79 Euro. Ja, hab gedacht, ein paar Frühlingsfarben schaden nicht, weil ich sonst immer nur so dunkle Nagellackfarben habe. Oder halt nude. Und ja, hab mal gedacht, das ist mal was anderes. Ebenfalls von Rival de Loop habe ich mitgenommen. Die scheinen neu zu sein. Zumindest steht neu dran. Die Hydro und Satin Matte Lip Liquids, 2 Stück. Einmal die Farbe 01 Nude, das ist auch die Farbe, die ich gerade trage. Sind ganz angenehm zu tragen. Ja, halten relativ lange, nicht den ganzen Tag, aber müssen sie auch gar nicht. Und einmal die Farbe 02 Mauve. Und die beiden kamen jeweils gar nicht teuer. 1 Euro irgendwas, glaube ich. 1,99 Euro. Ich swatch die mal eben auf den Hand drücken, weil man in der Packung fast nichts sieht. Das ist hier dieser Mauve-Ton und das ist der Nude-Tone, der auf meiner Hand wesentlich dunkler rüberkommt, als er auf meinen Lippen eigentlich ist. Die sind beides sehr
angenehme, alltagstaugliche Farben, finde ich. Ja, und für 1,99 Euro müssen die auch gar nicht den ganzen Tag halten. Und unter der Maske trage ich im Moment sowieso nicht so viel Lippenstift. Ja, und ich habe gedacht, für 1,99 Euro kann man da auch nichts falsch machen. So, zwei Sachen haben wir noch. Und zwar habe ich eine Air-Up-Flasche und auch eine neue Peach Pots. Die finde ich eigentlich ganz lecker. Ja, und die kann man bei Rossmann bei uns kaufen. Genau, unser Rossmann hat nämlich jetzt die Flaschen und hat auch Pots. Die haben Peach Pots. Und ich glaube Mandarine-Pots und entweder Zitrone oder Limette. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, immer drei in der Packung. Peach habe ich mitgenommen und da kosten drei Stück 5,99 Euro. Also ich glaube sogar genauso teuer wie auf der Internetseite, wo ja dann auch noch Versandkosten dazukommen. Deswegen habe ich gedacht, kann man auch, ja, deswegen hast du da was mitgenommen. Und als letztes, der Max hat ja Ostermontag Geburtstag, wird 5 Jahre alt und Clara hatte noch kein Geschenk, deswegen, ja, bei Rossmann ist ja immer so eine kleine Spielabteilung und ich habe gedacht, Phase 10 Junior, ich habe noch nie Phase 10 gespielt, ich weiß nicht, worum es in dem Spiel geht, aber das Spiel ist ab 4 aufwärts und Max wird 5, also habe ich gedacht, gut, dann können die zwei das gut zusammenspielen. Ist eigentlich ganz süß aufgemacht und das wird sie ihm schenken. Das kam 7,99 Euro. Ja, ich hoffe, dass die zwei da Spaß dran haben. Können sich in den Garten setzen, wenn wir denn dann umgezogen sind oder auch so ins Zimmer und können zusammen Karten spielen oder auch wir mal mit ihm. Natürlich, nicht nur die beiden. Und ja, ich hoffe, es gefällt ihm. Das war's. Meine Tüte ist leer. So. War also gar nicht viel. Wir brauchten Taschentücher und Müllbeutel und die Tagescreme habe ich gebraucht. Und ja, ansonsten ist alles andere einfach eher so mitgewandert, weil ich eben gerade mal bei Rossmann war. Habe insgesamt 57,55 bezahlt, beziehungsweise hatte ich noch so einen 10% Coupon und habe deswegen nur 51,79 bezahlt. Habe also 5,76 Euro gespart. Was eigentlich ganz cool ist mit den ganzen Coupons immer und ja, also deswegen. Bei uns kommen die Coupons immer in Papierform in die Briefkästen. Es gibt aber auch die App von Rossmann, falls ihr die nicht kennt. Da sind immer, ich glaube pro Quartal, 14% Coupons drin und immer noch ganz viele andere verschiedene Coupons. Werdet euch die mal runter, guckt da mal nach, wenn ihr Rossmann in der Nähe habt. Das lohnt sich echt, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, gerade wenn man Spielzeug oder so kauft. Nochmal vielen, vielen Dank an alle neuen Abonnenten, an die alten natürlich auch, dass ihr mir so fleißig treu seid, mich nicht deabonniert, weil so unregelmäßig Videos kommen. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiter treu erhalten und freut euch mit mir genauso auf die Umzugsvideos. Ich weiß noch nicht, wie, in welcher Form sie kommen und was genau ich euch da zeige oder ja, mal sehen. Vielleicht schaffe ich es auch, so eine leere Haustour zu drehen oder mal gucken. Ihr werdet sehen. Freut euch auf die Videos. Ich freue mich auf die Umzugszeit, auch wenn es stressig wird. Und ja, jetzt werde ich das Video wieder schneiden. Ich hoffe, wie gesagt, dass das mit dem Licht ganz gut geklappt hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Wünsche euch schöne Ostern. Und bis dahin, ciao.